Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, heute möchte ich wirklich mit dem Umbau anfangen. Möchte nur eine Kleinigkeit noch vorher machen. Denn ihr seht schon, ich habe jetzt hier angefangen, an den Ecken überall Weizen dran zu machen. Dass ich hier mal ein bisschen schnelleres Wachstum habe. Aber ich habe natürlich noch gelesen, es gibt diese Quest hier. Und die Würmer können eine Fläche von 3x3, schön noch befeuern. Das heißt, ich habe hier eine Fläche und sehr schön, ich habe meine Würmer, ja, auch gleich wieder die Erde kaputt machen für die Felder. Und ich habe nehme meinen Wurm und den lege ich jetzt gleich dahin. So, jetzt müsste der eigentlich sozusagen die Felder drumherum verändern. Und es müsste schneller wachsen. Oh, und den restlichen Wurm schmeiße ich gleich in die Kiste. Und wir nehmen uns die mittlere Kiste, claimen und ich habe ein Chest Upgrade Tool bekommen. Hippie. Keine Ahnung, was ich damit machen kann. So, ja. Denn, wie man hier sieht, dieser ganze, ja, ich sag's mal ganz offiziell, Scheiß muss hier ein bisschen weg. Ich möchte eigentlich haben, dass die Kakteen wachsen. Ich möchte eigentlich haben, dass meine Bäume hier oben wachsen. Können meinetwegen auch in den Bonsais sein. Es wird auch irgendwann offiziell normale Bäume geben, weil, ja, gibt mehr Blätter und den ganzen Scheiß und das brauchen wir ja auch. Okay. So, na, die wachsen jetzt etwas schneller. Wie gesagt, ich hoffe, dass die jetzt dann auch noch endlich mal sprießen. Den können wir noch schnell angucken. Das heißt, ich gehe mal hier rein und kontrolliere mal den Seed. Wie gesagt, das waren jetzt zwei 1er Mutterpflanzen. So, wir haben jetzt eine 2-1-1 rausbekommen. Hervorragend. Und die pflanze ich dann auch gleich in die Ecke. Ja, lass den, ja, lass den, das lasse ich mal den Wurm machen. So, das machen wir auch gleich. Merk schon wieder, ich lasse mich von Kleinigkeiten abhalten, ne? Ich bin gerade leicht von mir entsetzt. Ich habe diesen Seed gepflanzt. Und das war wieder ein 1-1-1. Einen 2-1-1 habe ich im Inventar gelassen. Ja, ich bin erst ein Held. Gut. Dann kommst du weg und du weg. Jetzt habe ich jetzt ein 2-1-2. Ist auch richtig gepflanzt diesmal. Sehr. Sehr schön. So, geh schnell noch hoch tanzen, solange es geht. Schätze, nee. Na komm schon, wachs schneller. Dum, 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 dum. Sehr schön, der ist oben. Und der hat noch gar nicht angefangen. Okay, also das da funktioniert es nur da drauf, wirklich, wo ich hingucke. Na, komm. Hüpf. Hüpf nach oben. Ja, geht doch. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, die können wachsen und gedeihen. Die Seeds kann ich mal da reinpacken. Das ist ein 1-1-1 Seed. Das heißt, ich muss die dann doch nochmal da rein stopfen. Kann sein, dass das was anderes ist. Ne, das ist auch ein 1-1-1. Aber dann craftet er sie vielleicht auch wieder zusammen. Mal gucken. Oder auch nicht. Doch. Gut. Kann ich das wachsen lassen.
So, ich muss halt immer wieder dran denken, dass ich bei den Frontsides immer wieder mal vorbeilaufe und ja, mal Rechtsklick mache. So, ja, was wir definitiv haben, wenn man hier schaut, ne, hier ist ja sozusagen unser Lift. Das ist ja sozusagen der Mittelpunkt unserer Basis. Ja, und davon muss ich jetzt halt auch ausgehen. Das heißt, ich möchte auch dann hier in diesem Bereich meine Treppen und sonstigen Käse bauen. Apropos Käse, ich brauche noch aus dem Eisen. Sehr gut. Ich habe jetzt halt leider noch keine Chicken oder sonst was, dass ich schnell an Eisen rankomme. Aber wir werden dran arbeiten. Ja, ich brauche jetzt noch Sticks, weil wie gesagt, jetzt muss es schnell gehen. Und wie ihr seht, ich habe hier schon mal meinen Bonsai rein. Da ist gar nichts rausgekommen. Oh, okay. Ich kann aber auch die Pflanze dann rausholen. Das ist gut. Gut zu wissen. Was man so rausfindet. Ich hoffe, dass das jetzt so war. Ein Iron Wand. Das heißt, jetzt nehme ich mir schön brav von der Kiste hier Stein raus. Den Crop kann ich mir dann erstmal irgendwo hin verschachteln. Und ich gehe jetzt erstmal hin und fange aber von hinten an. Okay, sollte ich vielleicht nicht machen, wenn es gerade Nacht wird oder Nacht ist. Weil nicht, dass ich zu schnell vorankomme und auf einmal schaue ich blöd, weil ja, mich von hinten Monster schubst. Sagt, hallo, du bist. Gut, dann gehen wir da schon mal hin. Momentan habe ich immer noch die Befürchtung, dass ich dieses Hochlaufen mache, was ich ja beim letzten Mal ausgeschaltet habe. Weil es ein bisschen penetrant ist. Ja, das Schöne ist jetzt mit diesem Wand. Ich schätze mal, da werden jetzt tonnenweise Eisen bei mir drauf gehen. Aber ich habe keine Lust mehr. Ah, wobei, nein. Ha, fällt da was ein beim nächsten. Und da wird jetzt ziemlich bald kommen, der nächste. Zwar jetzt. Ich habe doch das letzte Mal, als ich ein paar Säckchen aufgemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob ich auch Diamanten da habe. Ja, Dirty Diamonds hätte ich auch noch drei da. Aber ich habe noch Diamanten da. Und ja, Diamanten und Sticks. So, wieder da rein. Danke. Müssten eigentlich den nächsten Builders Wonder geben. Zack, zack. Und der Diamant. Jawohl. Und ich habe einen Diamond Wand. Der hält weitaus länger. Oh, jetzt wird dann mir als nächstes dann der Stein ausgehen, aber das ist mir erstmal relativ. Oh, ich werde jetzt aber auch erstmal nur eine Ebene machen. Boah, das leckt ab und zu ganz schön, wenn man dann größere Flächen macht. Okay, da brauche ich jetzt richtig Stein. Das heißt, ich werde mir gleich mal so ein Fass schnappen und das da hinstellen. Weil dann mache ich halt auch gleich die gesamte. Ja, ist ein Diamond auf jeden Fall besser. So, komm du mal her. Nein. Jep, jep, jep. Danke. Jetzt habe ich, glaube ich, alle Tasten durch.
Oh, wir stellen den erstmal dahin, dass ich runterlaufen kann. Wir haben noch Platz für ein Stack, jawohl. Der hat nur einen Nachteil. Der, wenn halt so schnell ausgeht, ja. Genau. Und dann wird nicht die gesamte Fläche sauber gemacht. Jetzt zum Beispiel hier. Und da hinten hat er auch nicht alles sauber gemacht. Geht auch noch ein bisschen was. Eigentlich müsste ich wirklich mein Inventar komplett leer räumen und gerade die Plattform einfach nur noch hochpasten. Dass wir ja vorankommen. Wow, ich habe nur noch zwei Steine. Cool. Bin ja auch beim Überlegen, ob ich die Mob-Farm dann auch nach unten verfracht. Damit ja, wir hier oben dann halt unsere Ruhe haben und die dann unten irgendwo spawnen. Aber ich müsste die dann auch komplett umbauen. Weil ich da dann sozusagen eine vollautomatische brauche. Weil ich habe da keinen Bock. Ja, das sind drei. Die ganze Zeit dann runter zu sausen und die zu schlagen. Das heißt, das wird demnächst auch noch kommen, unsere Mob-Farm zu automatisieren. Oh, wichtigste, was man nicht vergessen darf, ist es auszufackeln. Das tue ich gerade. Und klack. Und wir laufen wieder an unseren Bonsais vorbei. Ja. Wow, einer ist schon gesprungen. Ich spring auch gleich. So, die Optionen, Controls. Ich brauche jetzt mein Builder's Wand. Bei der Builder's Wand ist End. Die End-Taste. Wir machen einen Test. Und ich nehme mir ein bisschen mehr mit, aber bei der Piste. Das heißt, ich schmeiß mal jetzt alles, was ich momentan nicht brauche, da rein. Auch das brauche ich nicht weg. Alles weg. Das Einzige, was ich noch brauche, ist vielleicht noch einen zweiten Builder's Wand. Jetzt habe ich das Holz auch weggeschmissen. So viel zum brauche ich nicht. So, das heißt aber auch, ich muss jetzt dann auch Cobblestones, Cleanstones immer wieder herstellen. Wird auch wichtig und interessant. Jo. Okay. Das heißt jetzt, wir haben. Einen Diamanten habe ich noch. Ich muss ja auch noch, ich darf ja nicht vergessen, ich muss ja auch noch die Fläche unten drunter auch noch vergrößern. Das habe ich hier auch noch vor mir. Und ich muss dann auch ein kleines Treppenhaus und so weiter mit reinziehen, damit ich nicht mehr runterschwimmen, sondern runterlaufen muss. Kann. Okay, 437 Stück einstecken. Ah, wie man sieht, ne, es leckt dann immer ganz kurz.
Das haben sie halt schätzungsweise geändert zur 1.710, weil da hat man ja alles gesetzt, aber hat auch Gaussblöcke gehabt. Ich vermute, jetzt habe ich keine Gaussblöcke mehr. Aber dafür okay, ich kann jetzt die gesamte Ebene. Ach so, nee, ich muss wieder Ende drücken. Dankeschön. Dass ich die leider nicht umdrehen kann, das finde ich ein bisschen schade, aber kann nicht alles haben. Hierfür bräuchte ich dann irgendwann eine Dolly. Muss ich mal gucken, vielleicht kann ich mir die sogar schon bauen. Oder die kommt erst noch. Na, da hat er nicht alles gemacht. So. Ich habe leider die Befürchtung, dass wenn ich das alles ausgefüllt habe, dass der nächste eben kaputt sein wird. Ah, okay. Vielleicht darf man auch nicht in der Nähe sein. Aber jetzt ging es auf einmal schneller. Komm. Weiter. Das heißt jetzt aber auch für mich, ich brauche den da. Schleppi, schlepp. Schmeiß den mal dahin. Dass der auf jeden Fall. Das nächste Fass habe und das nächste Fass gefüllt wird. Ja. Okay, es wird langsam dunkel. Das heißt, ich sollte mal langsam draufhauen. So, alle Steine weg. Und wieder alle Steine weg. Also so schnell zu arbeiten hat Vorteile und Nachteile. Die Nachteile werden hier gleich rumlaufen. Leider nicht geschafft. Ich habe mal wieder Spinne. Aber mal gleich gucken, dass ich die Fackeln noch setze. Dankeschön. Tschüss. Und die Plattform ist, ja, der ist auf der Seite jetzt massiv erweitert. Problem ist halt wirklich, ich brauche Diamanten jetzt wie blöd. Ist nicht gerade erfreulich. Das heißt aber auch gleich, ich muss hingehen. Mir gleich einen Generator basteln. Der die ganze Zeit Stein produziert. Und für Erde brauche ich auch noch einen Bereich, wo ich andere Sachen produziere, wie zum Beispiel Schnee. Oder Schneebälle. Das muss ich auch noch machen. Ich bin gerade noch beim Überlegen, ob ich das oben aufbaue oder unten. Aber ich möchte eigentlich Blockgenerierung noch oben haben. Also Kaktus.
Bäume und den ganzen Scheiß. Der bleibt ja auch oben. Der geht ja nicht runter. Einen Donner gehört? Hier ins Bett. Okay. Soweit, so fertig. Das heißt jetzt dann, ich brauche hier einen Bereich. Bauen wir mal so auf. Gott, ich brauche noch eine neue Picke. Fackel drauf und gut ist. Aua. Du kommst dann dahin. Du kommst dahin. Jetzt muss ich zu meinen Seeds, weil ich habe ja am Anfang, der wo es noch weiß, ich hatte nämlich Pumpkins mir extra weggelegt. So, dann nehme ich jetzt die Hope, kommst da hin und du kommst da rein. Brauche jetzt Bone Meal. Ich hoffe, dass ich glaube, ich habe noch eine Bone Yard oder so ein Rib Bone gehabt. Ja, das gibt Knochen, das gibt Bone Meal. Das hoffe ich, dass ich den noch fertig kriege. Den Herrn Pumpkin. Ja, und ich sollte mal auch dran denken, dass ich demnächst mal anfange, mir den nächsten Slime-Stapling zu setzen, weil da muss ich ja auch noch 64 Stück herstellen von jedem. So. Das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall das schon mal soweit drinnen. Das heißt, mir fehlt jetzt nur noch der Pumpkin. Der ist gerade entstanden. Kommt auch gleich eine Fackel hin. Ja, weil daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Aber der nette Kerl hier. Wenn ich nicht gerade abknall. Kannst du. Ja, nee, kannst du nicht. Der produziert ja Schneebälle. Und dadurch, dass ich jetzt keine Angst mehr haben muss, dass mir irgendeiner hier, ja, mein Schneemann wegballert. Weil das kann. Kann jetzt hingehen und ja, wieder Heavy Snowballs herstellen. Und die dann halt umwandeln und dann daraus Erde zu machen. Auch wichtig. Weil wir brauchen noch davon sehr, sehr viel. So, dann gehen wir mal durch. Reihe Nummer 1. Wir haben eine 321. Die kommt jetzt dann hier in dieses Eck. Oh, ich brauche Holz. Ja, und deswegen wird es dann auch noch wichtig, dass ich dann irgendwann noch eine normale Baumfarm habe. Nicht, dass ich dann auf einmal, ja, kein Holz mehr habe.
So, wir produzieren mal Sticks. Ich so, dass ich die nicht brauchen kann. So, dann kommst du als nächstes. Drittes. Drittes. So, also was haben wir jetzt hier? Wir haben hier eine 212 und eine 211 und eine 321. Eine 211. Eine 112, das ist nicht schlecht. Das schaut nach der hier aus. Außer die ist besser. Ne, das ist eine 221. Das heißt, eine 122 kommt dann hier rein. Und die können dann nochmal versuchen zu wachsen und zu gedeihen. So, Crops komm ich, schmeiße ich gleich hier rein. Wie kann ich denn die verarbeiten? Ja, Botania brauche ich es auf jeden Fall. Pam, ja, kommt einiges dazu. Okay. So, was brauche ich denn für die Slime-Pflanze Nummer 2? Das ist die Purple Slime. Dafür brauche ich ein Slime Ball in Lila. Und bei dem brauche ich, schätze mal, Slime Ball in Orange. Okay. Slime Ball Orange stelle ich wie her, indem ich Magma Cream und Slime Balls zusammenbringe. Und ich vermute mal für Magma Cream. Ah, okay. Magma Cream ist einfach nur Slime und Blaze Powder. Das ist jetzt nicht die Kunst. Magma Cream. Bei dem war es, glaube ich, die Farbe Purple, ne? Brauche zweimal Purple und ein Slime Ball. Ja. Purple. Ist Purple nicht blau und grün? Ich vermute mal. Schauen wir, ob wir so unser Purple zusammenkriegen. Verdoppelt sie auf jeden Fall, das heißt, ich brauche schon mal vier. Komm, der letzte noch. Dass ich wenigstens die Quest auch noch abschließe. Die Kisten offen stehen bleibt, der Fehler ist noch drin. Sehr schön. Schon gedacht, sind alle Fehler beseitigt. So, lass jetzt bitte Purple rauskommen. Ne, es kommt natürlich Cyan raus. Was brauche ich Purple? Rot. Ja, ich weiß, vom Farbenmischen habe ich absolut null Plan. Ich habe einen. Hab nur eine Mal Rot. Ah, vielleicht habe ich schon einmal Rot hinten in die Kiste. Wäre cool.
Ja, willst du mich jetzt verarschen? Ja, das Grün war falsch, das Blau war richtig. Okay. Und es ist Nacht und es ist regnerisch und wir gehen ins Bett. Das heißt, wir haben jetzt das Purple. Wir haben nicht die Slime Balls. Die habe ich jetzt. Dann heißt es 1, 1, 2. Zwei. Das müsste Nummer 3 gewesen sein. Und last but not least, wir haben 4. So, und die mache ich jetzt wie? Okay, das heißt, ich brauche nochmal ein Sapling. Das dürfte jetzt aber kein Problem sein. Du kommst dahin. Gott sei Dank habe ich vorhin alles in die Kiste geschmissen. Du kommst dahin. Und ich habe meine Quest abgeschlossen. Oh, und wir haben einen neuen Bonsai, der wächst. Und zwar den lilanen. Sehr schön. Das heißt, wir haben die Quest Royal Slime Trees abgeschlossen. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, dann, wie gesagt, dann werde ich jetzt dann mal langsam, aber sicher dann doch, ja, wir haben schon mal Anbau gemacht. Und dann, ja, wird es auch, es wird eigentlich alles Anbau sein, nicht Umbau, Anbau. Oh, wir warten aber noch gerne, bis die noch einmal gewachsen ist. Dass wir sehen, ob wir die richtigen Zutaten rauskriegen. Aber man sieht, ne, viel zu langsam. Ja, und leider keinen rausbekommen. Sehr schön. Aber das heißt, wir müssen daran auf jeden Fall weiterarbeiten. In dem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Oder wenn ihr sagt, der Kanal interessiert mich, dann würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und natürlich, wenn ihr die keine Folgen vergessen, verpassen, nicht vergessen, verpassen möchtet, dann aktiviert noch die Glocke. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.